Was geht ab, Filmfreunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch ein Mediabook vorstellen, das ich schon ein bisschen länger in der Sammlung habe. Und zwar The Night of the Living Dead. Ja, oder einfach nur Night of the Living Dead. Jo, das ist ein reines DVD-Mediabook und der Film liegt auch leider nur in Schwarz-Weiß vor. Und ich habe den Film auch noch nicht gesehen, leider, aber das werde ich auf jeden Fall mal machen. Und vielleicht gibt es dann auch eine Review dazu, mal schauen. Ja, so schaut auf jeden Fall die Titelschrift aus. Die ist komplett in Hochglanz, so seht ihr das. Wie bei Nameless mit so einer Glanzfolie überzogen. So müsstet ihr das ganz gut erkennen. Das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und auch hier unten, das ist auch komplett mit so einer Glanzlackierung überzogen. Und das schaut natürlich auch richtig cool aus. Ja, das ist schon ein cooles Artwork, muss ich zugeben. Und deshalb habe ich mir das Mediabook auch damals gekauft auf Amazon. Ich weiß aber gar nicht mehr für wie viel Euro. Ich glaube für, ja, zwischen 12 und 18 Euro waren es. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht war es auch weniger. Keine Ahnung. Ja, so schaut es auf jeden Fall von der Seite aus. Hier steht dann auch nochmal, ich muss natürlich richtig rumhalten. Hier steht dann auch nochmal Night of the Living Dead. Ja, ihr seht schon, das ist ein sehr dünnes Mediabook. Jo. Ist schade, aber gut, kann man ja nicht ändern. Ist jetzt auch nicht so schlimm, dass es jetzt so dünn ist, aber ist halt auch irgendwie schade. Ja, so sieht es von der Seite aus. Auch auf jeden Fall richtig cool. Und von hinten schaut es dann eben so aus. Wir haben hier die technischen Daten aufgedruckt. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer an. So, dann könnt ihr euch jetzt hier mal alles etwas genauer anschauen und den Inhalt durchlesen. Ja. Leider ist der Film halt in Schwarz-Weiß, aber ist ja egal. Ich denke, er ist trotzdem gut und ich werde ihn mir auch auf jeden Fall mal anschauen. Ja, so viel jetzt mal zum Backdesign des Mediabooks und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Innendesign des Mediabooks. So, ja, dann würde ich sagen, wir schauen es uns jetzt von innen an und ich klappe es mal auf. Und, ups, ach, Moment. Hier ein bisschen schwierig. Jetzt können wir es uns von innen anschauen. So schaut es eben aus. Ja, es ist eigentlich jo, kein Mediabook, wenn ich mir es jetzt recht überlege. Eigentlich nicht. Ist eher ein Digibook. Aber jo, schaut trotzdem cool aus. Ja, so schaut es eben aus von innen. Auf der linken Seite. Ja, jetzt hier kein Artwork und keine Disc. Aber hier starten wir wieder mit dem Booklet. Und ich würde sagen, wir blättern es mal durch. Ja, Qualität der Seiten ist auf jeden Fall gut. Wir haben dickes Papier und auch einiges an Text und einiges an Bildern. Ja, ich denke, es gibt bestimmt genug Informationen über diesen Film, denn wie gesagt, ist ja ein richtiger Klassiker, Night of the Living Dead. Gibt es auch, glaube ich, ein paar Fortsetzungen auf jeden Fall. Schade nur, dass hier keine Blu-ray oder so drin ist. Also, was heißt oder so, dass hier keine Blu-ray drin ist. Denn hier haben wir echt nur eine DVD, das finde ich ein bisschen schade. Schaut auf jeden Fall richtig cool aus. Tolles Design. Jo, so viel dann mal. Ne, es geht ja noch weiter. Ja, wirklich einige Seiten hier, also nicht schlecht. Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, ehrlich gesagt. Ich habe schon lange nicht mehr ausgepackt aus der Schutzfolie. So, jetzt sind wir aber durch. Und wir haben ja auf der rechten Seite dann die DVD. Ich kann sie mal rausnehmen. So schaut sie dann aus. Gut, schade halt, dass es nur eine DVD ist. Aber kann man nicht ändern und so schaut es dann eben hinten dran aus. Ja, okay. So sieht es dann in der Komplettansicht aus. Moment. Also das Booklet ist doch dicker, als ich gedacht habe. Habe mich eben da schon vertan. Wollte es schon dünner machen, als es ist. Nee, es ist doch relativ dick wirklich. Und ich packe die Disc nochmal ins Tray. Und jo, dann war es das auch mit der Vorstellung des Mediabooks. Jo, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ist jetzt kein richtig tolles Mediabook, weil halt Innendruck und so, ja,
Ist halt leider nichts, aber trotzdem nicht schlecht und kann man auf jeden Fall machen. Ich glaube, so teuer war es auch damals nicht. Und wer den Film eben haben will und wem es jetzt egal ist, ob er ihn jetzt auf DVD oder Blu-ray hat, der kann ihn auf jeden Fall bedenkenlos zuschlagen. Und jo, dann eine klare Kaufempfehlung. Auf jeden Fall trotzdem wegen dem Booklet, das ist nämlich echt cool. Und auch das Front-Artwork ist echt geil. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst mir wie immer ein Like und ein Abo da und schreibt mir eure Meinung zum Film und zum Mediabook in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Movie Pyro 911. Haut rein und ciao. Ethan.